Sonne, Strand und blaues Wasser. Mehr geht nicht, oder? Bei meinem Inselabenteuer mache ich Bekanntschaft mit sogenannten Ostfriesenstörchen. Wie viele sind das ungefähr da jetzt? Das dürften ein paar hundert sein, soweit ich das beurteilen kann. Möglicherweise mehr als Menschen auf Baltrum. Mit Sicherheit. Treffe einen Comedian, bei dem sogar Wattwürmer Namen bekommen. Boah, das ist aber ein Oschi. Das ist der Dieter Bohlen der Wattwürmer. Ja, das ist mal so ein richtiger Oschi. So. Und ich versuche mich als Schauspielerin im Deichtheater. Deichgraf Volkerts ist nicht mehr. Mit ihm ging ein Stück Heimat hin. Schnaps, Herr Oberdeichgraf? Ja, zum Wohl! Da ist ja echt Schnaps drin. Na dann, Prost! Auf Baltrum! Baltrum ist die kleinste bewohnte ostfriesische Insel. Auf den gerade mal 6,5 Quadratkilometern leben rund 500 Menschen. Die Insel ist autofrei, Fahrräder bestimmen das Straßenbild. Und Pferdekutschen den Alltag. Sie bringen die Container mit Gütern vom Hafen in den Ort. Dazu gehört natürlich auch die Post vom Festland. Ich folge der Postkutsche in den Ortsteil Westdorf. Auf Fragen zu ihrem Job waren die Pferde irgendwie gar nicht eingestellt. Habt ihr die Post gebracht? Toll. Das ist ja toll, dass ihr noch Pferde habt hier, die die Post bringen. Das ist Baltrum. Das ist Baltrum, aber wirklich. Super, Mensch. Wie viel Post bringen die Pferde immer? Das ist immer unterschiedlich. Wir bekommen am Tag mindestens zwei, mal ein Container. Ja. An großen Tagen, wie zum Beispiel in der Hauptsaison, können es auch 5, 6 Container sein. Ja. Aber das ist kein Problem für die beiden. Und ohne die Pferde werdet ihr ganz schön aufgeschmissen, was das angeht, oder? Dann wird die ganze Insel aufgeschmissen, ja. Ja. Okay, dann mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich mit André Krandig verabredet. Und dann kannst du losgehen. Das ist Baltrums sympathischer Postbote. So, dann haben wir hier alles in den gelben Kisten drin. Die kleinen. Da müssen wir dann nachher die Briefe sortieren. Aha. Da sind die Rechnungen drin, die keiner haben möchte. Die aber trotzdem zugestellt werden müssen. So, und jetzt müssen wir einmal kurz gucken und auch, ob das alles richtig gekommen ist. Wir haben ja hier die Etiketten drauf. Wenn da jetzt Borkum, Jüst, Memmert oder sowas draufsteht, dann ist es verkehrt. Dann können wir es gleich wieder wegschicken. Okay. Aber das ist ja schon mal alles richtig. Ja, und jetzt können wir mal gucken, die Kisten, was da alles so Schönes drin ist. Ne? Da kannst du mir einmal helfen. Wir packen die nämlich erst immer einmal aus. So, kommt auf den Haufen. Und das nehme ich mir dann alles weg. Und dann müssen wir das nämlich auch noch in die Fächer einsortieren. Ja, entweder natürlich dann in die Brieffächer, was wir nachher rumfahren, oder eben die Postfachanlage, was dann die Leute noch selber abholen. Ah, ja. Beim Sortieren lerne ich, dass Baltrum drei Ortsteile hat. Westdorf, Ostdorf und das alte Ostdorf. Aber irgendwie fehlt hier etwas. Also was mir jetzt hier auffällt, ne, ist, dass hier zum Beispiel bei der Adresse einfach nur Name steht und Hausnummer 180. Fehlt da jetzt der Straßenname? Nein, ganz so gar nicht. Wir haben nämlich gar keine Straßen hier. Das ist nur nach Häusern. Hier steht jetzt aber eine Straße drauf. Dorfstraße 109. Ja, manche Leute haben sich natürlich dann auch überlegt, so, wir haben ja nichts, wo wir das irgendwie machen können. Wenn die Versandhäuser sagen, wird nicht geliefert, dann müssen wir uns eine Straße ausdenken. Und so ist das entstanden. Ach, weil man da irgendwas ausfüllen muss immer, ne? Richtig, im Internet. Ja. Und schreiben die einfach Dorfstraße, obwohl es sie gar nicht gibt? Ja, zum Beispiel eine Dorfstraße oder Hypothekenweg. Aber es ist gar nicht offiziell. Offiziell ist einfach nur Haus und Nummer. Witzig. Ja, ist echt eine Besonderheit. Auf jeden Fall. Hier, weiter sortieren bitte. Ja. Ganz schön pfiffig, die Baltrummer. Und dann geht's jetzt ans Rumfahren. Leider nicht zu Pferde, sondern mit dem Drahtesel. Dein Fahrrad ist toller als meins. Ja, vor den elektrischen. Ach, deins ist elektrisch? Ja. Na gut, du hast ja auch Gepäck. Die Ankunft der Post auf der Insel richtet sich nach der Tide. Meistens kann André die Briefe erst am Nachmittag zustellen. Was machen wir jetzt als erstes? Ja, jetzt fahren wir Zeitung rumbringen. Ist ja heute etwas später geworden, aber
So ist das eben, wenn man mit dem Wasser lebt. Ne? Ja, das ist Baltrunk. Das ist Baltrunk, richtig. So, dann können wir mal los. Jo. Und ab geht die Post. Hier herrscht ein wahres Nummernchaos, denn die Häuser auf Baltrum bekamen ihre Hausnummern immer dann, wenn sie gebaut wurden, egal wo. Ja, darf ich vorstellen, da haben wir Haus Nummer 2. Und wo ist jetzt Haus Nummer 1? Das wäre jetzt auf der anderen Seite, der Busch. Ach, da steht gar kein Haus. Nee, das ist schon abgerissen worden. Das wäre ja heute dann sehr, sehr alt gewesen. Das wäre das älteste Haus, wenn es noch stehen würde. Richtig. Ne? Das heißt also, wenn ich dieses Grundstück jetzt erwerbe, dann habe ich die Adresse Judith Rakers Nummer 1 Baltrum. Genau. Das ist ja doll. Ja, und hier die Nummer 291, ne? Da versteht man, was du zu leisten hast. Ja, genau. Direkt nebenan. Okay, weiter. Ja. Ich könnte noch stundenlang mit André über die Insel brettern und Briefe verteilen, muss aber weiter, denn meine nächste Verabredung wartet schon. Baltrum liegt im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, das seit Mitte der 80er unter Naturschutz steht. Ich mache eine Tour zur Wattkante, einem Paradies für Wasservögel. An meiner Seite Biologin Karin Kammer vom Nationalparkhaus. Hier sieht man ja jetzt schön, wie das Wasser reinkommt. Mhm. Und du musst dir vorstellen, im Winter, wenn wir Sturmflut haben, das läuft bis vorne an die Wegeskante. Also da, wo wir jetzt noch halbwegs trockenen Fußes durchgekommen sind, im Winter keine Chance. Alles hier nass? Alles nass, zumindest bei Sturmflut. Dann können wir ja von Glück sagen, dass wir jetzt hier gucken können, ne? Noch kein Winter ist. Und ich versuche immer, was die Vogelexkursionen angeht, dass ich das zu Hochwasser mache, weil die Vögel durch das Wasser reingetrieben werden. Mhm. Die Nahrungsgründe sind abgedeckt, das Watt ist nicht mehr frei zum Futtern, dann sitzen sie am Rand und versuchen einfach, das Gefressene in Speck anzusetzen. Und in der Regel versuchen sie hier innerhalb von 3 Wochen das Gewicht zu verdoppeln. Das heißt, wenn du jetzt 3 Wochen Urlaub auf Baltrum machen würdest, je nach Ausgangsgewicht, genauso gehen. 1,5 bis 2 Kilo am Tag zunehmen und dann nach 3 Wochen elegant in die Luft erheben und bis zu 5000 Kilometer nonstop durchfliegen in 3 bis 4 Tagen. Der erste Teil hat mir gefallen. Der mit dem Schlemmen. Einer der bekanntesten und häufigsten Besucher auf Baltrum ist der Austernfischer. Wie viele sind das ungefähr da jetzt? Das dürften ein paar hundert sein, soweit ich das beurteilen kann. Möglicherweise mehr als Menschen auf Baltrum. Mit Sicherheit. Sind die typisch für die Insel? Ganz typisch. Der Austernfischer, der heißt auch bei den Baltrumern Ostfriesenstorch. Wir haben das Problem, dass es den normalen Störchen auf Baltrum nicht gefällt. Wir haben keine Frösche, es gibt nichts zu futtern. Und die Baltrumer hatten so ein bisschen Angst, dass sie keinen Nachwuchs mehr bekommen, weil jeder ja weiß, dass der Storch die Kinder bringt. Also haben sie gesagt, der Austernfischer sieht aus wie so ein kleiner Storch, muss er die Kinder bringen. Und bei dem Gewicht der Neugeborenen heute, würde ich sagen, braucht man 3, um die anzuschleppen. Oder einen sehr kräftigen Austernfischer, oder so. Was auch ein Grund sein könnte, dass sie sich hier so pummelig fressen, oder? Noch im 18. Jahrhundert lebten die Baltrummer mehr schlecht als recht vom Fischfang. Zudem haben Stürme und Hochwasser der Insel und ihren Bewohnern immer wieder böse mitgespielt. Auch heute noch ist Baltrum abhängig von den Gezeiten, Wind und Wetter, wenn auch besser vorbereitet. Das ist auch was Besonderes an Baltrum, ne? Hochwasserschutz, habe ich mir sagen Richtig. Lassen. Das ist unser Pfahlschutzwerk und hilft im Winter gegen die Sturmfluten. Ursprünglich hat man das einmal um den gesamten Westkopf drumherum gebaut, bis zum Badestrand. Dann aber festgestellt, dass es nicht so funktioniert, wie man dachte. Hat den Rest rückgebaut und die 300 Meter sind jetzt stehen geblieben und stehen auch unter Denkmalschutz. Und Sinn und Zweck ist, dass die Wellen gebrochen werden, die Energie genommen wird, damit dahinter gar nicht mehr so viel landet. Ist das das Einzige, woran du dich gewöhnen musstest, als du nach Baltrum gezogen bist, dass hier manchmal nasse Füße sind? Also schwierig ist auch, dass man immer so das Gefühl hat, unter Beobachtung zu stehen. Jeder kennt jeden, man wird immer relativ schnell in ein Gespräch verwickelt. Und trotz, dass ich schon 10 Jahre hier bin, bin ich immer noch die neu Zugezogene. Was? Wirklich? Ja, ich habe Migrationshintergrund, ich komme aus Deutschland. Das habe ich schon öfter gehört, wenn ich auf Inseln war. Aber haltet ihr Zugezogenen denn wenigstens zusammen? Man trifft sich, auf jeden Fall. Man wird auch sortiert an Geburtstagen, da sitzen die neu Zugezogenen, setzt sich doch mit ihnen an den Tisch. Und dann frage ich, wie lange bist du schon hier? Ja, so rund 30 Jahre. Das ist aber auch so typisch norddeutsch.
Am nächsten Morgen bin ich mit einem prominenten Baltrum-Fan verabredet. Heutzutage schlüpft der gern in die Rollen von Franz Beckenbauer, Dieter Bohlen und Jürgen Klopp. Als kleiner Steppke hat er mit seinen Eltern die Sommer auf Baltrum verbracht. Comedian Matze Knob. Schön. Am Strand wollen wir auf die Suche gehen nach den Spuren seiner Kindheit. Fertig. Hätte noch mal zur Petiküre gehen sollen, aber egal, wir sind gleich im Watt. Okay, meinst du, wir können die einfach hier so lassen? Die Sachen? Wir sind auf Baltrum. Ich habe gehört, oh, schön, dass du meine Socken genießt. Ja. Da kommt die Mutti durch. Guck mal, die Mutti. Wir sind hier auf Baltrum. Auf Baltrum und in Norwegen ist die geringste Kriminalität. Weil es hier selbst für einen Dieb so langweilig ist auf dieser Insel, im positiven Sinne natürlich, dass der sagt, ich klaue nur am Festland. Komm. Warte mal, müssen wir das nicht mitnehmen? Ich meine, du bist hier der Profi, aber... Na, das kann ja lustig werden. Denn wir suchen nicht nur nach Matzes Erinnerungen, sondern auch nach Angelködern. So, jetzt kommt der eigentliche Grund, warum ich barfuß bin, damit ich eben nicht graben muss. Du bist unmöglich. Guck mal, hier ist schon mal so was Kleines. Ne? So, wenn du da siehst, das ist, so ein, das ist das Ganze in ganz klein. Da, hier, guck mal, der ist ein ganz kleiner. Das ist so ein Nachwuchswattwurm. Guck mal hier. Aber damit kannst du natürlich nicht angeln, ne? Nee? Den kannst du als Zahnseide benutzen. Dann tun wir ihn wieder rein. Ja, mach ihn wieder weg. Dann müssen wir weiter rausgehen. Komm, wir gehen mal ein paar Meter. Guck mal einmal, wo so ein komisches Wurm ist. Ich stelle fest, Würmersuche ist ganz schön anstrengend. Mit seinem Vater hat der kleine Matze früher viel Zeit auf Baltrum mit Angeln verbracht. Ob die Köder damals wohl leichter zu finden waren? Und wieso grabe ich eigentlich die ganze Zeit? Sehr gut machst du das. Oh. Top, top, top. Warte mal, warte mal. Halt. Da ist einer. Ah, sehr gut. Guck mal hier, da. Boah, das ist aber ein Oschi. Das ist auf jeden Fall hier mal ein Kaliber, ne? Krass, mit dem kann man angeln. Das ist der Dieter Bohlen der Wattwürmer. Ja, das ist mal so ein richtiger Oschi. So. Guck mal, jetzt haben wir schon drei. Ja, wir haben drei und wir suchen erst seit 4 Stunden. Genau, es ist gleich 17.30 Uhr, Sonne geht unter, aber egal. Sonst Spaß gemacht. Sag mal, können wir uns das so vorstellen? Du, der kleine Mats, früher auf Baltrum, hier Wattwürmer suchend, mit Vater am Strand? Genau so war das. Wir waren vormittags meistens irgendwie im Watt. Und wenn der Eimer, ich will nicht sagen voll war, aber wenn so 10, 12 Dinger da drin waren, dann ging es Richtung Buhne und dann wurde geangelt. Und welche Erinnerung hast du noch an Baltrum, jetzt außer Wattwürmer? Also man muss sagen, das war halt so eine Idylle, weil hier ist ja nichts, was dir gefährlich werden kann. Ich will also, du konntest den Urlaub als Kind eigentlich perfekt genießen, in den Dünen, am Strand, Fußball spielen. Ich fand das mega. Ich kann dich an den letzten Baltrum-Urlaub erinnern, habe ich, glaube ich, den ganzen Tag von morgens bis abends mit irgendwelchen anderen Kindern Fußball gespielt und war glücklich. Das heißt, dass Baltrum vielleicht sogar einen gewissen Anteil daran hat, dass du jetzt so eine Figur wie Franz Beckenbauer machst? Ja gut, ja natürlich. Also Baltrum ist ja das Kitzbühel der Nordsee. Ja? Also ich sage mal, also in Kitzbühel hast du natürlich diesen Blick auf den wilden Kaiser. Ja? Und hier hast du den Blick ins Wilde gar nichts. Ja? Und das genieße ich als Ausgleich. Ja, natürlich. Ja, oh, Matze, ich liebe es. Ja, oder vielleicht aber auch kann es sein, dass Jürgen Klopp hier seine Wurzeln hat. Weil du natürlich gerade im Winter, wenn hier nichts passiert, auch ein bisschen aggressiv bist. Und bevor wir noch Aggressionen bekommen, weil sich die Würmer vor uns verstecken, machen wir uns lieber auf in Richtung Buhne, zum Angeln. Wie früher der Matze und sein alter Herr. Hoffentlich haben wir da mehr Glück. Naja, ein paar Köder haben wir ja und gute Laune. Mehr braucht es nicht, oder? Irgendwie in die andere Richtung, ne? So? Spätestens jetzt muss ich zugeben, dass ich kein Angelprofi bin und Matze wohl etwas eingerostet. Aber es geht ja auch mehr um das Feeling. Oh! Oh! Ah! Ah! Unser Eimer! Oh. Ah, okay. Ich kann die Faszination, die du als Kind gespürt hast, nur so semi nachvollziehen. Ich auch. Aber was macht das mit dir jetzt in diesem Moment, wenn du aufs Wasser guckst und dann mal so zwangsweise jetzt zur Ruhe kommen musst? Ich finde das Meer genial. Weil das Meer ist eben, A, hat es so eine gewisse Ruhe.
Und es ist einfach Weitblick. Und ich sag mal, wenn du auf neue und andere Gedanken kommen willst, dann finde ich das Meer einfach sensationell. Das ist, also ich bin so, ich finde, die geilsten Ideen habe ich, wenn ich, sag mal, in Griechenland, ich war oft auf der Insel Naxos, ist so ein bisschen vergleichbar mit den Nordseeinseln. Und dann hörst du irgendwie so alle halbe Stunde so ein Schiff hupen. Ja. Und wenn du das so zum 25. Mal hörst, ist wie so eine Hypnose. Und da habe ich aber in der Tat wirklich die geilsten Ideen. Also ich muss auch ein bisschen Langeweile bekommen als Künstler, damit ich wieder neue Ideen habe. Und das kann ich, wenn ich aufs Wasser gucke, am besten. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Liest du dann auch schon mal so Tagesschau-Texte einfach vor, wenn du aufs Wasser guckst? Ich fange schon an, wenn ich nachts den Kühlschrank öffne, das Licht geht an, dann fange ich an, eine Tagesschau zu lesen. Ich brauche gar keinen mehr. Okay, okay. Bring dich in Sicherheit. Ja, mach ich. Ja, sehr gut. Okay. Von wegen Route raus, der Spaß beginnt, das hat bei mir auf einer anderen Insel schon mal besser geklappt. Hast du was? Nee. Ei, ei, ei. Oh, na komm. Ja, schade. Bei mir hängen immer noch die Würmer dran. Ob bei dem da die Fische besser beißen? So sieht das aus, wenn man das professionell macht. Verstehe. Hallo. Moin. Servus. Darf ich Sie mal fragen? Sie sehen so professionell aus. Haben Sie was gefangen heute? Dankeschön. Bis jetzt noch nicht. Einen guten Biss hatte ich schon. Aber ich habe jetzt auch erst vor kurzem angefangen. Und schauen wir mal, ob noch was geht. Also haben Sie schon einen da drin irgendwo? Nein, Fisch? Nein, nur gebissen. Also ich habe es quasi an der Spitze gesehen, dass einer gebissen hat. Aber ich habe noch nicht rausbekommen. Also hat wirklich quasi nur so kurz so einmal geruckt, weil er so angebissen hat. Aber nach welchem Fisch angeln Sie? Also wir haben hier vor Baltrum Blattfische, Wolfsbarsch und Aal. Hauptzielfisch ist aber der Wolfsbarsch. Also es ist hier wirklich, wir haben hier viele Buhnen, viele Reviere, wo es sich überall verstecken kann. Gerade wenn jetzt das auflaufende Wasser kommt, Brandungsangeln, ziehen die auch rein in die Buhnenfelder. Und da hat man eigentlich immer mal die Chance auf einen guten Fisch. Wie groß ist der? So, so? Also der Schnitt, sage ich mal, ist so um die 40. Jetzt beim Spinnfischen in den letzten Tagen habe ich auch einige über 50 gefangen. Gibt es aber auch bis 80 cm. Also 80 cm ist möglich. Ja. Sind aber die Ausnahmefische. Bei 80 cm wird der Fisch mich rausziehen. Da kriegt man da Muskeln, ja. Aber eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Der Akzent hört sich nicht nach Norddeutschland an. Nein. Sind Sie Tourist oder Einheimischer? Nein, ich bin Tourist. Und von woher kommen Sie? Ingolstadt. Extra zum Angeln hierher? Extra zum Angeln, ja. Und man braucht keinen Angelschein, habe ich gelernt. Du kannst an der Nordsee ohne Angelschein angeln. Ist doch so, ne? Ist so, ja. Aber genau. Er hat einen, glaube ich, so wie er aussieht. Ja. Sie haben einen, ne? Ich habe einen, Sie sind Profi, ne? Quasi. Ja, ja. Super. Wir üben noch ein bisschen, Matze. Komm, sieh zu, dass du an Land kommst. Los. So, komm, wir angeln uns jetzt mit Käsekuchen. Mach das. Petri, heil. Danke, Petri, heil. Dank. Tschüss. Der Angelausflug war zwar nicht so gut, aber der Käsekuchen umso besser. Danke, Matze. Eine absolute Besonderheit auf Baltrum ist der Theaterverein. Viele Insulaner sind hier Jahr für Jahr ehrenamtlich und voller Leidenschaft engagiert. Ich darf mein Talent unter Anleitung von Regisseurin Sabine Hinrichs heute bei einer Probe auf dem Deich unter Beweis stellen. Oh je. So, es geht. Wir wollen alle nach unten gehen und dann die Szene proben, wie wir über den Deich kommen. Wir spielen den Schimmelreiter, ne? Wir von Theodor Storm. Den Schimmelreiter von Theodor Storm. Ich hätte noch mal durchlesen sollen. Der Theaterverein hat um die 60 Mitglieder. Jedes Jahr werden die Inszenierungen den Touristen vorgeführt. Dem besten Reiter der Marsch, das war ich. Ja, wer sonst? Prost, Hauke! Ja, okay. Prost! Prost! Wo ist es? Ich würde jetzt gerne mit Judith die Szene machen, wo der Oberdeichgraf zum Schluss sagt, der Tag ist da? Der Tag ist gekommen, genau. Ganz ruhig, ich kann das. Der Tag ist da, die Zukunft hat begonnen, liegt vor uns hier im hellen Sonnenschein. Naja, so mag denn dieser Deich für alle Zeiten von dem künden, der ihn schuf. Und wer ihn sieht, wird wohl immer wissen, wer das einmal gewesen ist. Der Hauke Haien. Also ich sag mal so. Ich hatte jetzt gerade 20 Sekunden Auftritt, ne? Aber es macht Spaß mit euch. Das nennt man Shanghai.
Darf ich euch mal fragen? Ich meine, ich habe jetzt hier einfach so mitgemacht, aber die Baltrumer sind ja total theaterbegeistert. Ne? Warum ist das so? Warum machen so viele mit in diesen Gruppen? Wir spielen natürlich für die Gäste, aber es ist auch so, dass wir miteinander spielen und uns sonst teilweise gar nicht sehen, auch wenn die Insel so klein ist. Aber es geht über die Generation und einmal quer durch die Inselbevölkerung und alle haben einfach eine Menge Spaß dabei. Das ist das Tolle. Was hier auffällt, ist, dass hier auf Baltrum so viele sich ehrenamtlich engagieren, in Theatergruppen, in Musikgruppen und so. Ihr seid unglaublich umtriebig, was das angeht. Woher kommt das? Wir sind so eine kleine Insel, die es sich nicht leisten kann, Stars vom Festland zu engagieren, die auch viel zu teuer sind. So mussten wir dieses Heft in die eigene Hand nehmen. Und das scheint zu funktionieren, ne? Das ist ja, also ihr habt ja regen Zulauf von den Touristen. Das sind Highlights für die, ne? Oder? Ja. Jetzt muss ich mir ja wahrscheinlich vorstellen, also wir proben ja jetzt, ne? Aber normalerweise sitzen da unten ja Leute. Ja. Wie viele Zuschauer sind dann da? Wie viele waren da? 500? Oh, so viele? Tatsächlich? Ja, ja. Und beim ersten Mal hatten wir die Feuerwehr, die hat den Regen noch gemacht. Hinterm Deich ja. Mit der Spritze haben die dann es regnen lassen, ne? Beim zweiten Mal hat die Natur geholfen. Da hatten wir pünktlich zum Schluss bei der dramatischen Szene ein richtiges Gewitter. Braucht ihr laut Drehbuch, ja? Ja, ja, genau. Auch ich komme langsam auf den Geschmack. Auf die Deiche, die die Welt bedeuten. Deichgraf Volkerts ist nicht mehr. Und man kann wohl sagen, mit ihm ging ein Stück Heimat hin. Oder in den Worten eurer Sprache. Schnaps, Herr Oberdeichgraf. Wie? Ja, recht gern. Zum Wohl, Jungfer Elke. Da ist ja echt Schnaps drin. Ich habe das Gefühl, egal wo man ist auf den Inseln, ja, es gibt immer einen Grund, einen Schnaps zu trinken. Sonst kriegt nie einen ab, weil die anderen schneller sind. Diesmal habe ich aufgepasst. Ich bin bei dir, komm, lass dich fallen. Wir fallen rückwärts in den Treibsand. I wish you could talk to your body, talk to your body, talk. Der Käsekuchen mit Matze Knob hat Lust auf mehr gemacht. Deswegen möchte ich mir an meinem letzten Inseltag noch ein Stück Sanddorntorte gönnen. Britta Geiser-Steg ist gebürtige Baltrumerin und Konditorin. Leckere Pralinen und vor allem Torten sind ihre Spezialität. Ach komm, du arbeitest immer noch mit einem Rezeptbuch. Du weißt es noch nicht auswendig. Doch, ich weiß es auswendig, aber zur Sicherheit, weil du neben mir stehst. Ach so. Das Handwerk hat Britta bei ihrem Vater gelernt. Das ist wie eine Qualle. Genau. Man kann so ein bisschen machen. Wie? So richtig? Yeah. Ein bisschen drücken. So. So, dann kannst du da reintun, genau. Ich finde das übrigens sehr nett von dir, dass ich nicht um 3 Uhr aufstehen musste, um dir hier helfen zu dürfen. Bist du keine Frühaufsteherin? Ne? Doch, manchmal, wegen des Jobs. Bei der Tagesschau haben wir ja auch Frühschichten. Aber ich liebe es, länger zu schlafen. Wie ist das bei dir? Echt? Nee, ich finde das viel schöner. Früh aufstehen. Du siehst morgens, wie es aussieht, die Sonne aufgeht. Das ist für mich das Schönste am Tag. Hast du dir einen richtigen Job ausgesucht? Ja, ne? Definitiv. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Einfach rein? Einfach rein. Einfach plöpp. Und die meisten Hausfrauen. Speichelfluss. Echt? Ja. Ja. Sag mal, diese Sanddorntorte, die wir jetzt hier machen, ne? Ist das eine Spezialität von Baltrum oder ist das deine Spezialität? Das ist meine Spezialität. Die habe ich vor 10 Jahren ausprobiert, ausgetestet. Ja. Und die kommt gut an. Klassische Backwaren bietet Britta nicht an. Dafür aber das Feinste, was man aus Milch, Eiern und Mehl zaubern kann. Oh, sieht schon voll lecker aus. Es fehlt aber noch was. Möchtest du das versuchen? Ja. Ja? Ja. Ich bin vorsichtig, versprochen. Aber sowas hier kommt vom Festland, ne? Ja, das kommt vom Festland. Ist das manchmal so, dass du die Torten nicht backen kannst, die du backen möchtest, weil dir Zutaten fehlen? Ja. Weil die Fähre nicht kam wegen, weiß ich nicht, Sturm oder so? Ja, wir hatten mal, dass wir
kein Mehl bekommen, geliefert bekommen haben, weil der Frachter kaputt war, der Kran. Und dann haben die gedacht, die können das alles da lassen. Aber ich hatte am nächsten Tag Brot zu backen. Ich mache Donnerstag immer Brot. Das ist noch ein Rezept von meinem Vater. Und ich hatte dieses Mehl nicht. Ja, dann haben die das mit normalem Schiff rübergebracht. Und der Spediteur hat alles einzeln hierher gebracht. Oh. Zum Glück. Also sonst wäre ich aufgeschmissen gewesen. Man muss flexibel sein auf den Inseln, ne? Ja. Ja. Muss man. So, fertig, die Orangensandeltorte. So, wann essen wir die denn jetzt? Wenn du möchtest, kannst du mit zum Laden. Nur kannst du gerne eine probieren. Ich will auf jeden Fall mal gucken, wie die bei den Touristen ankommt. Ich komme mit. Unsere Torte essen wir später. Jetzt gibt es erstmal leckeren Nachschub für Brittas Konditorei Knusperhuske. Das Knusperhäuschen. Einheimische und Touristen stehen hier in der Saison Schlange. Das ist ja süß. Oh, Britta! Ich werde verrückt. Ja, danke schön. Oh, das sieht aber lecker aus. Ich dachte, ich möchte unsere Torte probieren, aber die Lübecker Nuss-Sahne. Doch zuerst die Arbeit. So, Sie hatten eine Sanddorn-Torte bestellt. Ja, super, vielen Dank. Bitte schön. Darf ich stehen bleiben und abwarten, wie es Ihnen schmeckt? Gerne. Bin nämlich sehr gespannt. Ist gut? Mhm. Ja? Mhm. Das freut mich. Sehr gut. Der Sanddorn ist super lecker. Dann guten Appetit. Dankeschön. Vielleicht entscheide ich mich doch noch mal um. Du hast ja eins verkauft und kannst jetzt eins essen. Ich finde, das ist ein super Deal. Eins verkaufen und eins essen. Ja, dann lass es dir schmecken. Mega. Ja? Mm. Danke, danke. Ich bin glücklich. Danke, ja. Britta. Glücklich und satt begegne ich meinem letzten Abend auf Baltrum. Ich verstehe nun, warum diese kleine Insel so großen Anklang findet. Aber eine Verabredung habe ich noch. Am Bootshafen treffe ich einen der Deichtheater-Schauspieler wieder. Udo Bengen und seine Band Die Eiländer texten bekannte Songs auf ihre Lieblingsinsel um und geben sie vor Touristen zum Besten. Toll, Mensch, Udo, da lerne ich noch mal als Musiker kennen jetzt hier, ja, oder? Hallo Judith. Das ist deine Truppe, ne? Ja, das ist meine Truppe. Darf ich an Bord? Sehr gerne sogar. Hier ich rein, helfe dir mal, ja, einfach da rein. Gut. Das Beste zum Schluss. Guck mal, hier ist das Steuer. Mhm. Ich leg dir den Gang ein und schon fährst du los. Und das ist wie Auto, ja? Das ist wie Autofahren, ganz einfach, nur schöner. Wir sind wie blinde Passagiere. Treiben einfach so umher, auf einer kleinen blauen Kugel durch das große schwarze Meer. Blinde Baltrum, schön war's hier. Auf bald, du Nordseeschatz. Wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen, wir haben geliebt, wir haben gelebt.